Brüste! Okay, herzlich willkommen zurück zu Simpsons Hit and Run. Im letzten Part haben wir einen reinen Sidequest-Part gemacht, mal wieder keine Story-Mission geschafft. Es ist schrecklich. Aber dafür werde ich jetzt sobald, also gleich, eine neue Mission anfangen. Mit Grandpa. Grandpa, weißt du etwas über Getreidefeldkreise? Ah, ich kann dir jetzt nichts über Getreidefeldkreise erzählen. Diese verrückten Penner haben mir meine Pillen geklaut. Ohne meine Aggressionshämmer fange ich noch an, die Schwestern zu beißen. Und eine Klage kann ich nie gebrauchen. Oh je! Wölfe haben meine Pillen gestohlen. Oh, alter Hund, ey, warum bellt der immer? Hol Grandpas Medizin von den Rowdies zurück. Ehe die Zeit abgelaufen ist, lass keine Medizin liegen. Da kann ich euch meinen random Fact erzählen. Neulich habe ich ein Nummernschild gesehen. Da saß ein altes Paar drin. Ja, die hatten das Nummernschild Rowdy. Also ROW für Rotenburg-Wümme. Und dann als, ja, zwei Zeichen DY. Das wird, wow. Wow, 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 wow. Das ist cool, wa? Vor allen Dingen so ein altes Paar war da. So ein Opa, so eine Oma. Tada! Bisschen, naja, egal. Dann holen wir mal schnell den Schraubenschlüssel. Ich glaube, wann was kam danach? Da musste man ein Auto verfolgen. Ich glaube, das ist da lang gefahren, deswegen positioniere ich mich so. Es war irgendwie klar, dass Nathan der Rowdy ist. Hätte noch Kearney oder Jimbo oder Dolph sein können, aber naja. Wie könnt ihr Hooligans einem alten Mann die Medikamente stehlen? Gebt die sofort zurück. Die haben wir ein paar Typen mit einem schwarzen Wagen gegen diese Spielpuppen angedreht. Seht mal, die hier hat ein Interview drauf mit dem Kerl, der das Warmer-Pedal erfunden hat. Ja. Normalerweise ist ein Essen für sowas ja eher nicht zu begeistern. Okay. Ja, okay. Folgen. Okay. Ach ja, der hat auch so ganz komische Wände gleich gemacht. Genau. Okay, nur folgen, nicht zerstören. Oder rammen. Genau hier. Dreht erstmal voll um. Das tut mir leid. Wow. Nicht aufregen, Marjorie. Achso, da lang. Ich dachte, er fährt durchs Krusty-Schild. Aber da habe ich mich gekonnt geirrt. Aber 10 Stück. Okay. Wow! Scheiße! Das kam jetzt unerwartet! Dreck! Hast du Tomaten auf den Augen? Wow, 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 wow! Oh, leck mich! Oh ja! Dass ich nicht lache, ey. Oh, Alter. Diese Autos, ey, die sind immer so unfähig zum Fahren. Das ist schrecklich. Und obwohl sie fahren eigentlich richtig und ich fahre falsch. Aber egal. Sind zu blöd, mal ordentlich zu fahren. Okay, jetzt geht mal bitte alle aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ich bin A. So ein Scheiß hier. Wow. Kurzer Lag. Was nennst du fahren? Juhu, geschafft. Ja! Okay. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Aber das Problem war, glaube ich, dass es jetzt noch nicht vorbei war. Hier hast du deine blöden Medikamente, Grandpa. Oh ja, die lieben Medikamente. Her damit. Her damit. Her damit. Ja, toll. Jetzt brauche ich wieder was, um ihn aufzuwecken. Fahr zum Quiggle-Mart. Okay. Das war ohne Zeit. Einfach nur so kurz reingehen. Total lame. Ja, dafür muss ich das Auto benutzen. Druck, Koffein, Pillen, um Grandpa aufzuwecken. Oh. Innerlich bin ich völlig tot.
sieht man, glaube ich, sogar noch, wie der da so halb drin steht. Ja, guck, sieht man noch voll seinen Fuß da unten. Da rechts in der Tür, so ganz bisschen. Mit sehr viel Fantasie. Stimmt's, Apu? Er guckt mich gar nicht an. Was für ein Sack. Cutscene. Lauter machen. Gedächtnis auf die Sprünge. Was? Und nun zum allerletzten Mal. Erzähl mir von den Getreidefeldkreisen. Plötzlich war ich von Toyo und seinen Nazi-Schergen umzingelt, als einer von denen, so ein Waschbär-Typ, mir mit dem Benjo eins übergebraten hat. Ich hatte vorher noch nie versucht, einem Waschbären Vernunft beizubringen. Pa, was hat das mit den Getreidefeldkreisen zu tun? Überhaupt nicht. Wo war ich? Richtig, als ich das erste Mal... Getreidefeldkreise? Na gut, na gut. Das ist so lange her, dass ich es ohne Farben beschreiben muss. Wenn ich mich recht erinnere, sah es sehr kosmisch aus. Es hatte die Form eines Planeten mit einer altmodischen, aufgesteckten Radioantenne. Ein Planet mit einer Antenne? Das kommt mir verdammt bekannt vor. Ich glaube, sowas gibt's im Quickie Mart. Ja, genau. Das Design war auf einer Colaflasche. Vielleicht frischt das Barts Gedächtnis auf. Am Marschieren ist gut für meine Hüttenkäsehüften. Bart ist dran. Ja. Bisschen blöd, möchte ich jetzt schon fast sagen, dass die Cutscenes immer ein bisschen so leise sind. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe da auch schon geguckt. Der Rest des Spiels ist ja lauter. Naja, es sind nur Cutscenes, die selten kommen, deswegen. New Deep Fried Salad. New Deep Fried Salad. Ja, müssen wir halt ein bisschen lauter machen und... Ich denke, das geht... Wie wir zum Blödsinn sprechen, geht schon. Wo ich gerade hinfahre, keine Ahnung. Ich möchte jetzt eigentlich nochmal ins Atomkraftwerk, weil da gibt es noch zwei Gags, die ich mir holen muss. Ich glaube, es sind sogar die letzten. Und fehlt uns wieder nicht viel zu den 100%. Ruhig, ganz ruhig. Ich glaube noch... So viele Leute haben Swimmingpools. Nee, ich glaube, das Rennen fehlt noch. Ach, Mist. Ach, und... Ich ablenken. Und die beiden Gags und ein paar Wespen. Und glaube ich noch ein paar Karten. Ah ja, hier ist die Wespe. Nö. Mein Hund will schon wieder bellen. Ist hier irgendwo was oben? Nö. Dann weiter. Oh Mann. Hund bellt, das nervt. Ja. Ich glaube... Ist hier eigentlich noch was in Level 4 hier oben? Ich glaube nicht. Da oben drauf. Niemand wird was dagegen haben, wenn ich es anfasse. Oh, da ist ja eine Wespe! Das wusste ich gar nicht. Wie kriechen die jetzt? Ja, toll. Hat nur eine Münze fallen lassen. Natürlich. Okay. Oder sind die gerade runtergefallen? Achso, runtergefallen. Okay. Dann ist ja nochmal alles gut. Ich wusste gar nicht, dass eine Wespe ist. Sei ja nochmal Glück. Ja, Level 4 noch nie 100%, ne? Aber eben so ein paar Stellen kenne ich. Also vom Fahren, ne? Ein paar hatte ich halt eingesammelt. Hier wieder den Gag. Mit dem Skelett, was irgendwie... Ja, damals hat man das nicht auf so hochauflösenden Bildschirm gespielt. Da hat man nicht erkannt, dass da irgendwie am Schädel so eine ganz komische Textur noch dran ist. Naja. So. Trecker. Komm her, Trecker. Ich brauch den Geschwindigkeitsrausch. Das noch? Besser aufpassen. Hm. Ja, hier ist noch der letzte Gag. Ich glaube, es ist der letzte Gag. Ich hoffe, es ist der letzte Gag. Nee, scheiße. Wo könnte noch einer sein? Ich gehe gerade die Karte durch. Habe ich den Fernseher? Ja, den Fernseher habe ich. Und seinen Garten habe ich auch schon. Hm.
Dann hab ich keinen Plan. Ach ja, ich kann noch mal ganz schnell hier hingehen. Hier, hier. Da auf dem Feld ist ja auch noch eine Wespe. Genau. Ich glaube, es war sogar eine aggressive Wespe. Jo. Ah, oh, Levelwespen vollständig. Cool. Jetzt brauche ich keine Angst mehr haben, gestochen zu werden. Wunderschön. Meine Angst vor Wespen, ne? Ihr wisst. Naja, nicht direkt Angst. So, guck mal da. Ins Getreidefeld sieht man Bart. Ist das nicht cool? Warte, ich versuche so ein bisschen. Ja, geht blöd. Das finde ich schon ziemlich cool. Dass man das hier richtig schön sieht. Das ist eigentlich ein bisschen dumm, weil das da richtig eingraviert ist. Aber das stand ja auch bei der Zeitung am Anfang. Ist ein lustiger Funfact, der mir auch erst recht spät aufgefallen ist. Weil wenn man da so durchfährt, erkennt man das vielleicht gar nicht so, ne? Wie du durchfährst, ach, irgendwas komisches hier. Irgendwelche Pixel, Polygon-Dinger. Ne. Oh Mann, wo könnte der letzte Gag sein? Oder wie viele Gags fehlen mir denn? Einer, verdammt. Aber wir haben es schon fast. 78%. Zwei Missionen, ein Rennen und ein Gag. Und, glaube ich, wie viele Karten habe ich denn? Scheiße, wo könnte die letzte Karte sein? Wo könnte der letzte Gag sein? Ich suche jetzt erstmal nach dem Gag. Hier ist eine Klingel, aber Klingeln sind keine Gags, das weiß ich. Ups! Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Verdammt. Oh, wo könnte die jetzt sein? Wo könnte der Gag sein? Ich denke nach. Ja, ich denke nach. Idiot. Oh, 6, 7, 8. 3 Minuten habe ich noch. Schaffe ich in der Zeit noch das Rennen? Oh, das Rennen war schwer. Ich glaube, hier war das mit Dings. Frink. Hier müssen wir gegen Frink fahren, komischerweise. Genau. Der kleine Ralphie Wiggum, wie geht's dir? Süßigkeiten machen mich glücklich. Und dann müde. Und, was machst du hier? Zwei hässliche Monster namens Patty und Selma behaupten, du musst das Rennen mitfahren. Natürlich. Ganz oben ein bisschen blablabla. Assassin's Creed. Ich war, glaube ich, Frink, ne? Yo, da. 3, 2, 1, los! Also gerade die erste Zahl, bin ich gehört. 12-1. Dass ich nicht lache. Halt, ich habe eine Idee. Warte mal. Genau. Langsam, mein Lieber, na gut, wenigstens habe ich ihn ein bisschen aufgehalten. Hihihihi. Hört die Abkürzung nicht, aber er ist sauschnell, wie man sieht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ey, was lenkt denn der gerade so scheiße? Bitte verklag uns nicht wieder. Ich weiß leider auch nicht, wo das aufhört, das Rennen. Das Schöne ist, ich habe gerade ungefähr einen Plan, wo vielleicht der letzte Gag sein könnte. Wir sind da zwar schon gewesen, aber vielleicht habe ich... Ey! Hahaha! Vielleicht habe ich den gar nicht ausgelöst. Das kann gut sein. Wo ist das Ziel? Guck dir mal an, wie schnell der ist, ey. Voll unnormal. Nein, da drin ist, glaube ich, vorbei. Ich kann das nicht so gut. Ja, er hat einen Unfall gebaut. Komm. Ja! Gecheatet, gewonnen. Gut gemacht, Marjorie. Endlich gibst du deinem Leben eine Wende. Und was sagst ja! du dazu? Ich wurde übelst gecheatet. Nein, nicht gecheatet, aber... So beschissen. Okay, ich habe vielleicht eine Idee, wo der Gag sein könnte. Vielleicht. Aber ich denke, das müssen wir schon fast im nächsten Part machen. Ganz bisschen, eine Minute. Wow! Jetzt wollte ich gerade irgendwie ganz cool meine Hand so lässig hier bewegen und mit voll gegen das Mikro gekommen. Zum Glück ist gerade nicht runtergefallen. Denn ihr wisst ja, mein Mikro, ne, ist ein bisschen kaputt. Wie ihr wisst.
Aber hält, haben wir ja neu geklebt und so, ne? Ich dachte gerade, da wäre eine Wespe. Ich dachte gerade, oh, eine Wespe, aber... habe mich gewundert. Wir haben doch schon alle Wespen, habe ich gesehen, dass es nur ein Fenster war. Das gibt's doch gar nicht. Ja, okay, dann mache ich jetzt heute, weil ja die Folgen manchmal ein bisschen kürzer sind, heute mal ein bisschen länger. Ich will noch schnell den Gag holen und damit auch meine Aufnahmesession beenden. Und ja, ich weiß, dass es Session heißt, ich habe es mit Absicht so scheiße ausgesprochen. Okay, ich bin mir echt nicht sicher, ob das der Gag ist. Ich glaube sogar eher nicht. Aber es ist der einzige, der mir jetzt so einfällt. Haben wir irgendwas im Badezimmer nicht? Gibt's da irgendwas? Scheiße! Ich dachte, hier wäre auch eine Schaukel. Gute Wahl. Ich sollte besser aufpassen. Warum? Das haben wir schon. Das haben wir. Und das haben wir. Haben wir das da schon? Ja. Verdammte Wurst. Ich weiß nicht, wo der letzte Gag ist. Ich brauche einen Long Island Iced Tea. Na okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part noch mal die Mission. Ach, wir müssen auch was kaufen dafür, ne? Wieder ein Outfit. Na okay, ich glaube, ich guck mal, wo der letzte Gag ist bis zum nächsten Part. Nachdem wir dann die Mission gemacht haben, holen wir uns den auch. Also Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss.